Basti Fuchs, danke noch für deine Donation und die Glückwünsche. Vielen Dank dir, mein Lieber. Und danke noch für die ganzen anderen frischen Subs und Resubs und Donations, Jungs. Grüße gehen raus. Predator, danke noch für deine Donation. Und Geschmack ist mit meinem Shaker 44% besser. Jetzt bin ich mal gespannt hier, was hier abgeht jetzt mit dem. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Nö, hab kein Angebot. Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Deine Tech versucht mich umzubringen. Ich habe Silverhands Konstrukt im Kopf. Ich habe Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Ich verliere buchstäblich meinen Verstand. Und es wird noch schlimmer werden, wenn ich es nicht entferne. Davon stand nichts auf den Werbeplakaten. Nicht mal kleingedruckt. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Er sitzt neben dir, Bro. Lange Geschichte. Lange Geschichte. Wenn Arasaka mich findet, bin ich tot. Du bist das schon. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Und ich bin interessiert. Wirklich. Ich habe in Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ha. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Hast das einen verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige. Nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Also quasi haben die versucht, die Seele rüber zu kopieren, oder? Das, was man Altered Carbon dann auf jeden Fall mehr über deinen Zustand erfahren. Schon kann. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Ja, ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Langsam. Wir kennen uns kaum. So schnell vertraue ich dir nicht. Wie hast du dir das sonst vorgestellt? Wenn du willst, dass ich dir helfe, muss ich dich erst untersuchen. Okay.
Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Sieht so geil aus, wenn die verkabelt sind. Oh, verdammt! Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ah, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen! ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Toll. Die Schmerzen minimieren. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Hm. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidung... So ein geiles Spiel, Chat. Jetzt reicht's aber. Das Spiel ist ja nach richtigen Romanen, ne? Das merkt man einfach. Die Story ist einfach so fucking sick geschrieben. Fucking sick! Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben. Aber er hat keine Kontrolle über Stimmt mich. Stimmt, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Keiner Wirt. Von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. So ein Wichser. Und ich soll dich angeblich Darum manipulieren wollen? Darum halte ich wollen? Es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen... Nein. Würdest du das? Könnte lustig werden. Johnny... Ich mach nur Spaß, aber pass auf! Der Anzug versucht dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. So spannend, ja. Zeit finden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht. Ich glaub fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Der Typ hat gerade zugegeben, dass du recht hast. Was der labert. Fick mich und gib mir Tiernamen. Das kostet Vergiss meine Zeit. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen... Dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen! Thank you.
Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Abgespacedes Game, ey. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Ihn mag ich auch richtig. Der sieht so richtig aus wie so ein Motherfucker. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Nicht der wäre, würde ich mir besten Interesse ordentlich in die Hose scheißen. Das werde ich nicht vergessen. Oh shit. Inakzeptabel. So verwirrend manchmal, wenn diese Anfälle anfangen. Diese Wichser! Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Verrätst du mir jetzt etwa deinen Masterplan zur Vernichtung von Arasaka? Nein, ich verrate dir, dass ich Söldner verachte, die sich für den heißen Scheiß halten, weil sie einmal im Afterlife waren. Du glaubst, du hast Arasaka überlistet, aber du bist nur ein Insekt, das sie sich vom Schuh gekratzt und auf einer Müllkippe entsorgt haben. Fick dich. Was immer du sagen willst, sag's. Ihr frisst auch was am Kot. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Junge aus Haywood, der seinen Block für eine bessere Zukunft verlassen hat. Und du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich will's gar nicht wissen. Sag mir lieber, warum du so an mir hängst. Wir könnten zusammenarbeiten, wie? Aber dein Plan ist sinnlos. Arasaka zerstören? Was soll das überhaupt bedeuten? Alles zu seiner Zeit. Alter, ich glaube, die Main Story wird noch so spannend, Chat. Das ist so fucking interessant. Deshalb klicke ich auch alle Dialogoptionen fast immer an, weil es einfach so interessant ist. Es wird hier einfach ein richtig guter Roman einfach in dem Spiel erzählt. Das ist einfach der Wahnsinn. Weißt du, ich glaube, du wirst immer nach einem Erzfeind suchen. Am besten ein Irrer, mächtiger fürs Ego. Und er muss quasi unbesiegbar sein, um deinen Selbstmordtrip zu rechtfertigen. Ha, echt witzig. Eigentlich bin ich genauso ein Erzfeind. Ich entscheide über dein Schicksal. Und du bist machtlos. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Ja, natürlich wollen wir es hören. Schieß los. Warte, das macht es. Das ist so ein sickes Game. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Ach komm, übertreib nicht. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Das ist sick, und wenn Alter. Ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal.
Ganz großes Kino, Chat. Ganz Scheiße, großes Kino. Verfickte Scheiße! Du kapierst es nicht. Geil. Aber das wirst du noch. War das eine sicke Szene, Alter. Puh. Das war wild. Alter. Gut, dass man alle, dass ich alle Dialogoptionen wieder ausgekostet habe. So, gucken wir mal kurz nach dem neuen Loot, den wir bekommen haben. Craften den Aal. Eine Panzerung, die genau 1 zu 1 genauso viel bringt. Alles Schmutz. Wenigstens geht das Zerlegen richtig schön schnell. Ah, hier haben wir was Besseres. Sind wir noch unkillbarer. Chat, wenn euch hier das Spiel gefällt, dann würde ich noch ein kostenloses Follow sehr enjoyen. Glocke aktivieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keinen Stream mehr hier in Zukunft. Wir streamen regelmäßig 3 bis 4 Mal die Woche und in letzter Zeit extrem vermehrt Story Games. Was ich komisch finde, dass Mods weggehen bzw. mit zercraftet werden, wenn man Sachen verkauft oder zercraftet. Das muss man, glaube ich, erst hier bei Itemherstellung muss man das erst kaufen. Irgendwo hier hinten oder so. Genau, wenn du ein Item zerlegst, gehen die davon angebrachten Mods nicht verloren. Aber dafür technische Fähigkeiten auf fucking 16 zu bringen, ne, sehe ich nicht ein. Sehe ich Retalk nicht ein. Da muss man dann damit leben, dass die Sachen halt dann weg sind, ne? Also wenn man Sachen zercraftet oder verkauft, sind die Mods halt weg. Ist dann halt so. So, überprüfen wir noch die Waffen. Ihr seht ja oben rechts mein Gewicht, die sind wieder viel zu schwer. Okay, den ganzen Schmutz alles weg. Ich glaube, ich verkaufe auch, dass ich ein bisschen mehr Kohle krieg. Na, gibt immerhin $100 der Aal. Kann man schon mit Kohle machen. Und so geil, dass wir diese Sniper haben. Ich glaube, die kriegt man sogar nur in der Mission. Also das ist ein Pflichtdrop. Aber nur in der Mission kriegt man die Waffe, glaube ich. Weil ein Streamer hatte die Waffe und die hat mir so gefallen beim Zuschauen, habe ich ihn gefragt, woher er die hat. Dann meinte er, ja, die und die Mission musst du einfach looten, die lässt den Gegner fallen. So. Baseballschläger hat 6 Gewicht. So, jetzt haben wir noch 108. Ich glaube, ich muss mal ein paar Granaten wegmachen. Die gehen nämlich auch übelst aufs Gewicht. Komm, einfach mal die Blindgranaten verkaufen. Da würde ich mir auch wieder wünschen, dass man alles auf einmal verkaufen könnte und nicht da hochscrollen muss. Oha, die muss ich mal ausprobieren. Splittergranate, Explosivradius. 60 Stück. Jetzt haben wir's. 1 Uhr. Der Wochenende, oder Chat? Ihr habt ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Weil eigentlich, also, dieser Storystrang ging ja sehr lange, aber irgendwie habe ich mega Bock auf noch einen. Okay, die restlichen Granaten behalte ich mal. Gib her das Cash.
Und der Raketenwerfer bin ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen ja, enttäuscht vom Schaden. Was haben wir denn hier? Fahrzeug kaufen. Ah ja, einer von euch meinte vorhin, im Journal gibt's... Ja, gibt hier Fahrzeuge. Tatsächlich. Boah, wie teuer sind die alle? Und es gibt eine Trophäe, wenn man alle Fahrzeuge hat. Junge, Junge. Das Game ist ja auch riesig und man kriegt ja auch eigentlich gut Cash, aber das dauert ja so lange. 129.000. Der kostet 73.000, 115.000, 49.000. Ja, sehe ich so aus, als wäre ich Rich Rich auf die 1. 75.000, 49.000, 29, 14. Da ist nicht das Auto dabei, was ich will. Das kostet 55.000. Ja, klar will ich das Spiel auf Platin spielen. Ich hoffe, es gibt keine verpassbaren Trophäen von der Story her. Airbrush. Ah ja, danke für deinen Zehner. Danke für deinen Zehner, Airbrush. Chat, gönnt mal eine Rolex und einen Electrics Lick. Dann hab die Donations ausnahmsweise mal gemutet für eine Zeit lang. Du hast 30 Stunden bis jetzt verbracht. Ah, jetzt haben wir zwei Fahrzeuge, jetzt haben wir auch ein Motorrad. Speicher mal, wie viel Spielstunden habe ich mittlerweile. 25 Stunden 55, also 26 Stunden. Oh shit! Vom eigenen Motorrad überfahren werden, richtig Bock. Also ich bin auch absolut begeistert. Man muss sich aber mal mit dem Spiel wirklich richtig befassen, sich das alles in Ruhe durchlesen, das auch mit den Hacken und den Quick-Hacks richtig kapieren und so. Ja, das Game ist wirklich eine ganz dicke 10 von 10. Vielleicht nicht von der Grafik und Performance her auf den Konsolen, aber auf jeden Fall... Upsala. Aber auf jeden Fall... Ach, Digga, das war's ja komplett. Aber auf jeden Fall von der Story her. Lucky Tricks, danke noch für 53 Monate, mein Lieber. Mein Ding ist explodiert. Mein Motorrad. Deshalb war ich sofort One-Hit. So, ich würde gerne zum Ripper Dog. Wo ist ein Ripper Dog? Hier hinten ist ein Ripper Dog. Okay. Schnell reisen wir mal zu dem. Weil ich möchte die Mantis klingen wieder. Die machen Spaß. Ja, ich bin der Fahrprofi. Chat, ihr kennt mich. Saruska, danke noch für 4 Monate. GG, danke für 11 Monate. Und danke für die zahlreichen anderen frischen Subs und Resubs, die ich noch nicht vorgelesen habe. Willkommen an die Neuen. Viel Spaß mit den Emotes. Grüße gehen raus und einen schönen Abend wünsche ich. Danke für euren Support und an die Resubs. Danke, dass ihr am Start bleibt. Kuss und schönen Abend. So, und jetzt bin ich falsch gereist, oder? Ja. Oder? Nee, da ist er. Da ist er, der Ripper Dog. Und zwar überlege ich, ob ich die Mantis-Kling hole in einer Stufe höher für 25.000. Schaden, physischer Schaden, Angriffstempo, kritische Trefferchance, kritischer Trefferschaden, Chance auf Bluten. Na komm, Chat. Dann gönnt sich doch sonst nichts. Man gönnt sich doch sonst nichts. Aua, das ist so teuer. Oh, Judy hat geschrieben. Hey, er wurde heute beerdigt. Wie geht's dir? Mein Plan für heute ist, mir die Birne wegzusaufen. Schreibt sie noch? Sollen diese Punkte, dass sie noch schreibt? Nee, oder? Besseres Auge. Ich glaube, der hatte keine, oder?
guck, verfügbare Items 1. Ah doch! Verbessert deine Sicht für 3K. Alter, let's go. Danke fürs Erwähnen, mein Lieber. Marokkauner mit der 10er Subbomb. Vielen Dank, mein Lieber. So, was haben wir jetzt hier für Mods? Alter, das war ein guter Call. Mal kurz hochscrollen. Ah, du bist schon Sub, sonst hätte ich dir einen Sub geschenkt. Chat, lass mal einen Bomber starten, lass ein paar Bomben droppen für Ehrenbruder Marokkauner für die 10 verschenkten Subs. Vielen Dank, mein lieber Mann. Sehr großzügig. Hustige geht raus. So, was haben wir jetzt hier? Markiert automatisch Gegner, die dich entdeckt haben. Die Mods für die Augen. Smartling für smartes Zielen erforderlich. Keine deiner Waffen ist tödlich. Nee, das brauchen wir noch nicht. Zweimal brauche ich es erst recht nicht. Zercraften. Erhöht kritischen Trefferschaden um 5%. Aha. Ja, wir haben ja eh Slots. Ich würde gern auch diese Mods craften können. Weil man findet so selten welche davon. So, was haben wir jetzt hier noch? Erhöht das Angriffstempo mit Mantis Kling um 20%. Können wir auch jetzt noch einsockeln. Mantis Kling verursachen physischen Schaden. Wir wollen aber wieder... Ach, scheiße. Das meine ich halt jetzt. Der Mod ist noch in dem anderen. Der Elektromod ist noch in dem anderen drinne. Ich kriege den da nicht irgendwie raus? So verwirrend, Digga. Ich kann das ja jetzt wechseln. So, jetzt lege ich das Blaue wieder an. Und in dem Blauen ist der Mod für... Elektro. Jetzt habe ich den Raketenwerfer ausgerüstet. Los, Digga. Hier, das ist richtig. Das Game ist so komplex, Bruder. So, genau, hier ist der Schockschaden. Jetzt tue ich den Schockschaden einfach wechseln in physisch. Und jetzt habe ich Schockschaden wieder als Mod im Inventar. Jetzt wechsle ich wieder zu der lilanen Version. Bam. Und mach wieder den Schockschaden rein, oder? Ja, Fivehead. Ich bin's, Tim. Aber warum kann ich den Mod aus dem anderen nicht rausnehmen? Hier gibt's nicht die Möglichkeit, entfernen oder so, ne? Ich kann nur Mods wechseln. Also wenn ich einmal einen eingesockelt habe, ist er drinnen und bleibt auch drinnen. Alter, jetzt habe ich einfach alles voll. Ich würde gern hier mal noch welche haben. Aber irgendwie kann man da nur Rüstung bis jetzt einsockeln. Oder halt hier. Verleiht Immunität gegen Brennen, aber Konstitution von 12, da muss ich groß. Und na, man kann nicht mehrere Versionen von dem gleichen Typ ausrüsten, sondern immer nur eine. Und dann macht ja logischerweise die höchste nur Sinn. Oh, Elisabeth Perales. Hallo. Elisabeth hier. Wir kennen uns noch nicht. Wer ist sie denn? Mein Mann und ich brauchen Hilfe bei einer heiklen Sache und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Darf ich fragen, wer ihr überhaupt seid? Du und dein Mann? Am Telefon möchte ich ungern ins Detail gehen. Bitte komm vorbei, dann besprechen wir alles Weitere. Wie gesagt, die Sache ist etwas heikel. Mhm. Worum geht es? Was ist so heikel an der Sache? Das sollten wir persönlich besprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Können wir uns treffen? Ja, treffen wir uns. Ich schicke dir die Adresse. Bis dann. Elisabeth sucht einen Kameramann. Ah ja. Wollen wir jetzt noch eine Mission machen in den Badlands? Oha.
kann ich hier mein Auto nicht rufen. Heiß heute. Ist hier nicht immer heiß? Rammstein, danke dir für die Glückwünsche. Direkt. Wie, Schätzchen, wie geht's? Hör zu, ich habe einen super Job für dich. Ich habe gehört, wenn Baku super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist... Ihre Mission machen aber wirklich Bock. Heikel? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Baku. Der Job ist normal, aber der Kunde ist anspruchsvoll. Was mir an dem Spiel auch gefällt, das Spiel ist schlau, Chat. Ich fahre jetzt eine größere Strecke, weil ich das Ziel markiert habe. Das Spiel merkt das und macht einen Anruf, um die Zeit zu überbrücken. Das Spiel ist einfach 500 IQ. Das sind die meisten Kunden. Einfach geil. Was ist denn diese einfach nice gemacht. Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Die Mission kriegt man irgendwann und dafür lässt er richtig was zufällig sprechen. Und ja, jetzt dieser fahren wir eine längere Strecke, also kriegen wir sie jetzt. Einfach smart as fuck, das Game. Wenige erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, gib mir die Details. Hey, was ist jetzt los? Weil ich einen Unfall gebaut habe, hört ihr auf zu reden oder was? Hä? Okay, da ist irgendwas weggeglitscht. Willst, dass ich jemanden ermorde? Ja, geile Details. Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich, wie? Du weißt, dass Fische gefressen werden. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück. Digga! Ich habe erfahren, dass sich ein Veteran zu Hause verbarrikadiert hat. Es wurden Schüsse gehört. Geh der Sache mal nach. Ich schick dir die Details. Hey Jungs, wie geht's euch? Jo? Ja? Ja, stell mich mal zum Balancing-Team durch, ne? Ja, die Mantis-Klingen, die kommen mir ein bisschen zu schwach vor. Da müssen wir noch ein bisschen am Damage machen. Also ich würde den schon noch so um 1000% hochschrauben, dass man Elite-Gegner auf schwer one-hitten kann, bitte. Ja, danke euch. Schönen Abend. Ja, ich gebe gerne mal Feedback, klar.
Ja, ganz schön stark, die Dinger. Wir hacken den Aal. Was soll ich denn hier hacken können? Der hatte ja gerade echt viel Counterplay, ha? Hier draußen, das Ding kann man hacken, oder was? Nee, kann man nicht. Aus die Maus. Angeblich soll ich hier eigentlich was hacken können. Ich weiß nicht, ob das manchmal wackt. Ihr seht es ja auch auf dem Radar, ne? Dieses rote Zeichen. Das hier bedeutet, dass man was damit machen kann. Aber das andere ist eigentlich was, wo ich mich reinhacken kann. Ach, da oben auf dem Dach. Lochhorst. Das Spiel lügt nicht. Fünf. 1C, 1C, 55. Nice, alle drei. Schmeckt. Ah, das macht so Spaß, Chat. Einfach hacken für Kohle. Diese Klinge sehen schon geil aus, oder, Chat? So. Ich soll irgendwas finden. Man kann, by the way, auch bei, wartet mal, bei Itemherstellung oder so, irgendwo kann man was kaufen, dass man, wenn man Roboter und so tötet, immer wertvolle Ressourcen findet. Sich sogar rentieren, was für Tech-Waffen zu skillen. Weil die Sniper so stark ist, ne? Dann könnte ich die noch mehr überladen und schneller aufladen und so. Oh. So viel machen im Spiel. Durchsuche die Umgebung nach Informationen. Wo sind die scheiß Informationen jetzt hier? Danke übrigens für die ganzen Follows, die ihr noch reinschallern. Ich habe immer noch nebenbei den Timer offen. Der rattert immer die ganze Zeit hoch. Wie bekommt man die Klingen? Einfach beim Ripper Dog kaufen. Ich glaube, du brauchst aber ein gewisses Street Level. Weiß ich schon, Street Credibility. Ist ja dein Ruf auf der Straße. Ist das wieder hier irgendwo? Man weiß halt immer nicht, ob es ein Bug ist, ne? Weil eigentlich, ich habe doch die Leiche hier vorhin schon gescannt, ihn hier, ne? Oh, ich musste das noch nehmen. Ja. Die Leiche hätte weiterhin golden leuchten müssen, wenn da was drin ist, ne? Das ist halt das, was ich meine. So, Mission abgeschlossen. Der Sprung ist auch so geil, Chat. Das Game macht so Laune. Geil! Her mit meinen Street Credits, Alter. Wo ist mein Fahrzeug?
Nebenmission auf entspannt? Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Den Ripper Dog in Pacifica. Ich bin Arif Iqbal. Heute haben wir einige wichtige... Das wusste ich auch nicht, dass das passieren kann. Toll. Hm. Ich weiß, dass du da liegst. Ist aber kaputt. Muss man. Hoppala. Wenn euer Auto kaputt geht, dann kostet es übrigens Geld. Hey, ich bin hier! Autofahren durchgespielt. Hä? Lager. Ja, moin, Lager hinten im, auf dem Motorrad wahrscheinlich, Digga. Aber ja, man muss alle Händler mal abchecken, ne? Die haben alle andere Waren. Und je höher dein Street-Level steigt, desto bessere Waren haben die dann auch. Achtung an alle NGPs. Digga, was war das denn? Unternehmer, Verdacht auf organisiertes Verbrechen. So, Ping. Dann sehe ich alle Gegner, die da sind. Und dann machen wir einfach mal ein Verseuchen. Die Gruppe wird von Bruce Ward angeführt und gehört zu der sogenannten Wraith Gang. Die Behörden von Night City bieten eine Belohnung für ihre Neutralisierung. Animation, Bro, wenn da gar kein Gegner ist. So. Zeig mal, wie du mich abschießt, wenn deine Waffe aus ist. Scheiße, ich blute! Und es funktioniert noch alles nicht so smooth, wie ich mir das vorstelle. Oh, der hat ein legendäres Sturmgewehr. Ui. Mission abgeschlossen, Chat? Weil das ist immer unterschiedlich. Manchmal muss man nur die Gegner töten, manchmal muss man noch Beweise sichern, manchmal muss man noch eine Geisel befreien. Habe ich EP-Abrechnung bekommen für die Mission? Habt ihr drauf aufgepasst? Warum benutze ich keine Gewehre? Weil ich gerade übelst Bock habe mit den Nahkampfwaffen. Oh, epische Komponenten noch auf Ehre. Checken wir mal das Sturmgewehr ab, was ich bekommen habe. Was habe ich hier noch eigentlich für Mods für die Sniper? Verhindert den vertikalen Rückstoß. Das Sturmgewehr, was ich gerade bekommen habe. Oder war es episch? Ich habe doch gerade ein legendäres Sturmgewehr gefunden. Oder bin ich blöd? Bro, manchmal verwirrt mich das Game. Oh. Und eine sehr starke Tech-Schrotflinte.
Das war ein Schema. Ach so. Okay. Habe ich nicht gelesen. Dann kann man es sich dann craften, ne? Nochmal, Itemherstellung. Ja, du hast recht. Danke, Chat. Aber ich habe leider keine legendären Komponenten. Habe ich nicht gelesen. Okay. Aber lass mich mal wegen der Tech-Schrotflinte gucken. Die hat ein bisschen mehr Damage. Ein bisschen meine ich sehr viel mehr. 290. Chemieschaden, kritische Trefferchance. Alter, ist die stark! Guck mal, die kritische Trefferchance an und den kritischen Trefferschaden. Chance auf Vergiften verringert die Aufladezeit der Waffe um 50%? Digga, was ist das denn für ein gestörtes Ding? Da kann ich noch Mods reinsetzen. Sachen für die Tech-Waffen durchlesen. Das kann ich mir sogar holen, ne? Voll aufgeladene Tech-Waffen verursachen 50% mehr Schaden. Plus das zusammen. Oh mein Gott, das knallt so rein. Die Musik ist gerade so geil in dem Gebiet. Querschläger. Ne, Tech-Waffen sind keine Smart-Waffen. Das sind die, die um die Ecke schießen können. Tech-Waffen kann man immer aufladen. Und man kann damit durch Objekte schießen, ne? Ah, das habe ich hier einmal sogar gekauft. Du kannst mit von Drohnen-Mechs und Robotern mit 25% Chance ein Waffenmod oder einen Waffenaufsatz erbeuten. Ah, hier. Variante. Okay, aber mit Stufe 16. Ich denke, ich gehe weiter auf Intelligenz, aber das gucke ich nachher in Ruhe. So, wo sind wir denn? Das hier, diese Dinger spawnen übrigens immer random. Also die spawnen unendlich. Wenn ihr die alle cleart, das sind halt einfach so Überfälle zwischen Gangs und Ganoven und so. Da könnt ihr euch quasi dumm und dämlich arbeiten. Die spawnen immer und immer wieder.